Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute mal zu keinem Daily Vlog, so wie ihr ihn kennt von uns. Heute nehme ich leider nicht so wirklich Lust zu vloggen. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben auch gesehen, dass ich heute keine Story gemacht habe. Irgendwie war ich heute einfach nicht so in der Laune. Aber ich glaube, dass ihr dafür auch Verständnis habt, dass gerade vor allem jetzt zum Schluss bei mir auch so ein bisschen die Kräfte ausgehen. Ja, und deswegen habe ich heute leider kein richtiges Video für euch. Aber da ich euch kenne, ich weiß, ihr macht euch entweder Sorgen oder ihr seid super gespannt und neugierig, ob das Baby schon da ist, wollte ich euch natürlich nicht ohne Baby-Countdown heute lassen und ohne Baby-Update, ob das Baby schon da ist oder noch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, nimmst jetzt die Kamera am Abend und du drehst ein kleines Baby-Countdown. Also ich zeige euch mal natürlich den Bauch, weil der ist natürlich noch da. Also die Murmel ist genau noch so, wie ihr sie gestern gesehen habt, noch vorhanden. Also Baby hat jetzt, Baby-Countdown technisch, Moment, 4 Tage. 4 Tage bis zum errechneten Termin. Aber er will nicht raus. Er will noch im Bauch bleiben. Und es ist okay. Natürlich kann er das so lange er möchte. Mal schauen, wann er dann tatsächlich kommen wird, ob er pünktlich kommen wird oder vielleicht sogar später. Ich habe so eine kleine Vermutung, dass es sogar später sein wird, weil ich hatte ja nur diesen einen Tag stärkere Wehen und dann war es vorbei. Ja, ich kann euch auch ein kurzes Update geben, was wir heute gemacht haben. Also wir haben heute geputzt ein bisschen. Also ich habe den Backofen geputzt und das Badezimmer. Der Papa hat die Küche so ein bisschen geputzt und in den Schränken aufgeräumt, aber ich will jetzt ein bisschen, also die Tage ein bisschen Ruhe reinkehren lassen, jetzt nicht immer so viel putzen und so viel herumräumen, weil, keine Ahnung, ich komme irgendwie gar nicht zur Ruhe, habe ich so das Gefühl, deswegen schauen wir mal morgen, dass ich ein bisschen mehr Ruhe reinbringe, morgen, vielleicht schlafe ich dann noch ein bisschen besser, weil ich habe auch leider nicht so gut geschlafen, meine Symphyse schmerzt, das ist so beim Becken, unten, da merkt man so richtig, dass schon so Druck drauf ist und ja, der Schmerz, dann ist es in der Nacht immer so schwierig, umdrehen, Toilette gehen. Ach, es ist nicht mehr so einfach jetzt gegen Ende. Da merkt man auch, dass die Kräfte so ein bisschen verschwinden und der Körper eigentlich mehr Ruhe braucht, aber ich durch die ganzen Aktivitäten, die dann ich so mache, eigentlich auch gar nicht zur Ruhe komme. Das ist ein blöder Kreislauf. Ich tue mir auch ehrlich gesagt schwer mit dem Liegen, dass ich jetzt immer nur liege, das finde ich auch super langweilig. Aber vielleicht muss ich mich jetzt zwingen ein bisschen. Naja, abgesehen vom Putzen haben wir dann auch noch Michelles Geschenk. Also Michelle hat ja bald Geburtstag, die wird bald 11 Jahre alt. Die hat ja auch im Jänner, und zwar am 15. Und da haben wir ihr Geschenk abgeholt, weil wir haben es schon bestellt. Und manche Geschäfte bei uns in Österreich bieten trotz harten Lockdown so eine Abholmöglichkeit und wir haben es halt abgeholt, weil sie es eventuell schon ein bisschen früher bekommt. Mal schauen, wie wir das machen werden, dass sie eine schöne Überraschung hat, weil wir ihr etwas gekauft haben, was sie brauchen wird. Und ja, aber lasst euch überraschen, ich will jetzt nur nicht so viel verraten, nicht, dass die Michelle hier auch schon ein bisschen reinguckt. Ja, und das war's. Und dann habe ich mir am Abend jetzt noch ein richtig langes Schaumbad gegönnt, hat mir wirklich gut getan, weil es hat mich so richtig entspannt irgendwie auch und ich hoffe, dass ich diese Nacht ein bisschen besser schlafe und ja, morgen vielleicht ein bisschen ausgeruhter bin, aber ich werde es natürlich langsam angehen und werde euch natürlich auch wieder mitnehmen. Baby habe ich euch schon gezeigt? Bin ich gerade nicht sicher. Aber ich sag's euch, ich habe so Schwangerschaftsdemenz. Habe ich euch das Baby schon gesehen? Also nochmal kurz Baby-Countdown, falls ich es nicht gemacht habe. Baby ist hier. Also Baby noch voll in meinem Bauch. Wir haben noch 4 Tage bis zum errechneten. Das habe ich schon gesagt, oder? 4 Tage bis zum errechneten Termin. Ich sag's euch, ich bin echt ein bisschen durch. Ja. Die Family, die sind alle jetzt aktuell noch gerade unten und spielen ein bisschen. Luisa mit Michelle und die Lara und der Papa und der Patrick, die zocken ein bisschen Minecraft. Und ja, ich versuche so ein bisschen noch den schönen Abend ausklingen zu lassen. Ich wollte noch dieses kurze Video für euch aufnehmen, dass ihr nicht enttäuscht seid, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst und dass ihr wisst,
alles okay, Baby noch da, es ist nichts Schlimmes passiert, oder? Ihr braucht auch nicht, wie gesagt, euch Sorgen machen. Ja, und morgen werde ich natürlich wieder brav mitvloggen, damit ihr auch einen Vlog habt und schauen wir mal, wann Babyboy kommt. Und ja, meine Lieben, das war's von mir. Heute mal kurz, aber dafür mit ganz viel Herz. Und ich küsse euch, danke für euren Support, danke für so viele Kommentare und so viele Aufrufe und so viele Daumen nach oben. Ich hab euch alle lieb und bis morgen. Tschüss.